vom Stalktime, Folge 634. Folge deiner inneren Stimme. TomStalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaulitz. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein hier aus dem wilden Westen der USA und freue mich auf unseren heutigen Interviewgast. Meine Leitung geht in die Hauptstadt nach Berlin. Bei mir im Interview ist die Ricarda Farnbacher. Ricarda, schön, dass du dabei bist. Hallo Tom. Hallo Ricarda. Ricarda, du hast das Thema Event und Catering bei dir ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Du hast eine ziemlich coole Firma aufgebaut und zwar im Jahr 2015 hast du deinen Laden in Anführungsstrichen gegründet. Das ist mittlerweile wirklich ein Team von über 20 Leuten, die ja sich darauf spezialisiert haben, eine besondere Zeit für die Kunden zu kreieren. Das heißt, deine Spezialität sind nicht nur das Catering, also sprich nicht nur das Essen, was absolut top bei dir ist, wo du ganz besondere Köche auch zu hast, sondern auch die Kombination mit ganz speziellen und spannenden Locations, wo du eben diese Events durchführst. Und das kann von einem Event mit einer Handvoll Leute sein bis zu dem Event von 1000 Leuten. Also wirklich diese komplette Bandbreite, die du abdeckst. Du bist da ziemlich erfolgreich und arbeitest da auch wirklich mit sehr bekannten Firmen schon zusammen, die du wirklich zu deinen Kunden zählen kannst. Und genau, heute bist du hier im Interview und ich denke, wir reden so ein bisschen über dein Leben als Unternehmerin, wie sich alles so entwickelt hat und wo es weiter, in welche Richtung es weitergeht. War das als Überblick richtig? Du, das war genau richtig und es ist auch immer wahnsinnig schön, wenn jemand mal das für einen zusammenfasst, weil dann höre ich auch immer so, wow, das mache ich. Ja, und ich freue mich auch, mit dir darüber heute zu sprechen. Also ich bin hier und freue mich. Sehr schön. Ricarda, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen erstmal, vielleicht erzähl mal so ein bisschen, erstmal kurz was Privates über dich. Wer ist die Ricarda privat? Was machst du so? Wo kommst du her? Und bevor wir danach ins Business einsteigen. Also ich bin Ricarda Farnbacher. Ich bin 35 Jahre alt schon. Ich wollte gerade schon sagen 25. Nein, die Zeit rast doch. Ich bin 35, aber ich habe das Gefühl, ich fühle mich immer noch wie 25. Ich komme gebürtig aus Bayern, aus einem Vorort von München. Da bin ich groß geworden, bin aber auch relativ schnell, ehrlich gesagt, abgehauen. Ich habe erst in Wien angefangen, Politik zu studieren und dann bin ich nach Berlin gewechselt für Studium, aber auch für die Party- und Eventszene. Habe da auch lange als Eventmanagerin gearbeitet, bis ich dann eben meine eigene Firma gegründet habe. Und warum ich das jetzt auch schon so erzähle, ich glaube, mich macht eben das auch aus, dass ich immer sehr viel gearbeitet habe, dass ich auch viel unterwegs war im Nachtleben und ja, ich kann sagen, Ricarda privat ist auch viel Ricarda Arbeit. Also das, was man von mir auch sieht, was ich als arbeitende Person mache, bin ich auch sehr privat. Ja, deshalb ist es immer ganz nett, auch mit mir über meine Arbeit und meine Events und meine Caterings zu reden, weil das auch sehr viel mit mir persönlich zu tun hat. Das hat man halt auch bei Unternehmern, dass die sich wirklich damit identifizieren und dass man ja als Unternehmer eigentlich auch das macht, was einem Spaß macht und dann ergibt sich das ja eigentlich zwangsläufig, ob man es will oder nicht. Ne? Ja, genau. Also eine Freundin von mir hat auch vor kurzem mal gesagt, ja, du redest ja nur über deine Arbeit. Und dann habe ich gemeint, ja, aber das ist auch das, was ich überwiegend tue und das ist auch was, was ich auch irgendwie als privat teilweise empfinde. Also es gibt für mich nicht immer dieses, heute gehe ich in die Arbeit und heute Abend bin ich privat. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Teil von mir, mein Unternehmen und auch mein Arbeitsleben. Wenn man jetzt nochmal so sagt, wer bist du privat, würde ich nochmal sagen, ja, ich bin eine gute Freundin, ich bin eine lebensfrohe Person, so solche Floskeln. Ich mache auch gerne Sport, ich gehe zum Kickboxen, aber den Rest der Zeit arbeite ich auch gerne und arbeite ich auch viel mit Menschen zusammen, die ich auch so als meine Freunde zähle und mit denen ich mich auch sehr, sehr viel privat austausche. Aha, sehr cool. Du hast gerade auch gesagt, Vorort München, wo denn genau? Gauting, das ist so, ich glaube, ja. Gott, 12 Kilometer von Starnberg entfernt und 20 Kilometer von München. Also so genau Speckgürtel Starnberg und Speckgürtel München.
Ja, dann haben wir schon zwei Sachen gemeinsam. Und zwar, ich habe die letzten 20 Jahre in Puchheim gelebt. Das dürfte dann auch ein Begriff sein. Genau. Und im Kickboxen bin ich auch mehr oder weniger aufgewachsen. Also ich habe, ich glaube, 13, 14 Jahre sowas auch Kickboxen gemacht, bis dann irgendwann mal der Vater Staat kam und gesagt hat, Junge, wir wollen jetzt, dass du deinen Dienst ableistest. Also damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Und dann hörte das damit auf, weil klar, dann war man erstmal weg. Dann war man erstmal weg. Genau. Ja, cool. Jetzt habe ich mir selber den Faden weggeredet, indem wir zurück in die Vergangenheit geschwelgt sind. Genau, wir waren bei Privat und Beruf und dass sich das bei dem Unternehmer eigentlich ziemlich deckt. Das ist ja gemeinsam, dass das eigentlich das Gleiche ist, mehr oder weniger. Oder viele Überschneidungen hat. Das heißt, du hast dann 2015 letztendlich dann deine eigene Firma gegründet, die deine Event- und Catering-Agentur. Wie ist das, was war das Ausschlaggebende? Also wie ist das dazu gekommen? Ja, also 2015 ist tatsächlich sozusagen die Gründung, die offizielle, aber da muss man schon wirklich ein bisschen weiter zurückgehen. Weil ich denke, ich habe es bis zu dieser Labelung oder bis zu dieser Logo-Entwicklung und Online-Schalten 2015 eigentlich schon lange vorbereitet, wirklich eine Event-Agentur und dann auch ein eigenes Catering dazu zu gründen. Dass das jetzt so aussieht wie heute, war mir vielleicht am Anfang noch nicht so klar, aber hinterher weiß ich im Rückblick, dass ich das schon wirklich länger vorbereitet habe. Also wenn man vielleicht ganz kurz nochmal ganz weit zurückgeht, nämlich 20 Jahre, kann man schon erkennen, dass dieser Weg schon wirklich gewachsen ist bis zu heute. Also ich habe angefangen, im Biergarten zu arbeiten in München mit 16. Da war ich noch in der Schule und ich habe fast jeden Tag gekellnert. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich das Geld gebraucht habe, weil ich habe ja noch zu Hause gewohnt, sondern weil es mir einfach Spaß gemacht hat und weil es Zeitvertreib war. Und dann habe ich auch noch Geld bekommen und das hat mir natürlich alles ganz gut gefallen. Und ich habe wirklich also während der Schulzeit, während dem Abitur, während dem Studium als Kellnerin gearbeitet und das auch gerne. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, wurde ich relativ schnell von der Kellnerin zur Eventmanagerin gemacht. Und so hat das irgendwie angefangen, dass ich in einer leitenden Funktion war, dass ich in Clubs Events organisiert habe, dass ich auch sozusagen rumgereicht wurde als Ricarda Fahrenbacher, die kann Events und die kennt sich super aus in der Gastro. Und so ist es eben gekommen, dass ich Kontakte gesammelt habe, dass ich mit Locations gearbeitet habe, dass ich mir ein Netzwerk in Berlin aufgebaut habe. Und mir war das alles immer nicht so klar, wohin das läuft. Ich habe das einfach gemacht. Und ich habe lustigerweise, muss ich sagen, nebenbei Politikwissenschaften studiert. Und wollte eigentlich auch ganz gerne Journalistin werden, weil das war für mich irgendwie ein klarer Beruf. Aber eigentlich habe ich alles dafür getan, Eventmanagerin zu werden oder eine Eventagentur zu gründen. Und ich wurde irgendwie dadurch, dass ich auch einen Gastro-Hintergrund habe, immer auch nach Essen und Getränken gefragt. Also habe ich auch immer irgendwie kleine Caterings organisiert und so weiter. Es war mir aber nicht klar, dass das mein Weg werden wird, sondern ich dachte, ich studiere, ich werde Journalistin. So. Und irgendwann habe ich so mein Studium mal abgeschlossen. Ich habe das auch ganz gut abgeschlossen. Und dann war der Punkt, dass ich wirklich Entscheidungen treffen musste. Und ich habe gemerkt, so dieses ganze Bewerben, das ist mir eigentlich gar nichts. Und ich kriege die ganze Zeit Angebote, irgendwie Events zu organisieren und Caterings auf die Beine zu stellen. Und ich verdiene damit auch noch Geld. Und da habe ich dann tatsächlich gesagt, jetzt mach doch mal ein Logo und mal gucken. Ja, du hast ja überhaupt nichts zu verlieren. Du hast einen super Abschluss. Kannst ja dann immer noch zum Radio gehen. So. Und dann habe ich eben 2015 das Unternehmen gelabelt, weil ich aber als Ricarda Fahrenbacher bekannt war, war für mich eben auch klar, ich nenne das jetzt Ricarda Fahrenbacher und Event Catering Location ist ganz klar, weil ich mache Events, ich kann Caterings auf die Beine stellen und ich arbeite mit wahnsinnig vielen Locations zusammen. Und es war auch wirklich so, ich bin dann zu 2, 3 Locations gefahren, habe gesagt, du, ich habe jetzt hier ein bisschen Catering am Start, ja, wir buchen dich. Zu den nächsten bin ich gegangen und habe gesagt, du, ich mache auch jetzt Events offiziell. Ja, ich habe ein Event für dich. Und es ist dann einfach sofort losgegangen. Und heute sehe ich, das war auch tatsächlich genau das Richtige. Das ist ja cool. Also interessant, dass das gar nicht wirklich geplant war, weil die meisten, die machen ja hier irgendwie so einen Riesenplan mit Businessplan und allem drumherum und alles genau schon fast minutiös durchorganisiert. Und wow, du machst das mal eben so, komm,
guck mal hier, ein bisschen da, ein bisschen und schon steht alles. Ja, also ich glaube, das hört sich natürlich jetzt auch so an und das erzähle ich so locker flockig. Ich glaube aber, dass ich innerlich das schon alles vorbereitet habe, aber dass ich mich da auch so ein bisschen selber beschissen habe, dass ich mir das nicht wirklich eingestanden habe im Intellektuellen, im Kopf sozusagen, aber dass so mein Bauch und mein Herz das eigentlich schon wollte, also so, wenn wir über Leidenschaft oder sowas reden, ja. Also die Leidenschaft war da, ich habe es nur vielleicht mir nicht so zugegeben, dass ich in diese Richtung eigentlich gerne gehen wollte, damit ich vielleicht auch nicht scheitere. Ja, also weil ich habe Kontakte gesammelt, ich habe einen riesen, einen riesen Ordner gehabt, wo E-Mail-Adressen drin waren, wo Kundennamen drin waren, wo ich genau wusste, dass wenn ich mal irgendwie ein Unternehmen draus machen will, dann kann ich die anschreiben, dann werde ich bei denen auch Jobs bekommen. Also ich habe da schon gesammelt und ich habe da auch wirklich genetzwerkt, aber ich habe es irgendwie nicht so offen gemacht. Ich habe das im Hintergrund vorbereitet und irgendwann habe ich gesagt, hier, jetzt ist die Marke da, hier ist meine Internetseite, bam, und jetzt geht's los. Also es wäre jetzt so ein bisschen gemogelt, wenn ich sagen würde, das ist mir alles in den Schoß gefallen, das war ein Riesenzufall. Also ich habe es schon vorbereitet, aber ich habe mich selber da, also mit meinem Studium und mit so ein bisschen den Glaubenssatz, ja, man muss doch eben was Akademisches tun und du brauchst doch einen ganz klaren Beruf, habe ich mich eigentlich auch so ein bisschen abgelenkt davon zu sagen, ich setze jetzt alles auf die Karte, ich gründe jetzt eine Eventagentur und ein Catering und wenn es scheitert, dann bin ich frustriert, sondern es war ja immer nicht so wichtig. Ja, okay. Du hast das gerade angesprochen, so von wegen dieses Thema Leidenschaft, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, dass das deine Leidenschaft war. Wann oder beziehungsweise ist, wann hast du denn das erste Mal gemerkt oder gespürt, dass das wirklich eine Leidenschaft ist und nicht einfach in Anführungsstrichen nur ein Business? Ich habe ja schon ein bisschen so meine Jugend angesprochen, so mit Kellnern und so weiter. Also ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich diese Ansprache gerne mag, die man hat, wenn man zu Leuten an den Tisch kommt und dass man eine Aufmerksamkeit bekommt und an etwas teilhaben darf, ohne dass man eigentlich selber eingeladen ist. Und das hat mich schon immer sehr, sehr gereizt und das, ich würde sagen, das habe ich auch leidenschaftlich betrieben. Und das ist so eben so eine Entwicklung, dass ich Events leidenschaftlich gerne mache, habe ich, glaube ich, irgendwann festgestellt, auch mit der Aufregung, die dahinter steckt. Also, dass jemand hat dir ein Budget anvertraut, jemand hat auf dich gesetzt, hat auf deine Expertise gesetzt, du hast die Person, den Kunden beraten, aber du hast natürlich da jetzt auch nicht eine Garantie drauf, dass es funktioniert. Und dann steht man am Abend da und die Gäste strömen rein, der DJ fängt an, das Licht geht an und alle tanzen, jetzt mal so als Bild. Ja. Und ich glaube, da habe ich gesehen, hey, das funktioniert und keiner weiß, dass ich das organisiert habe und ich stehe jetzt hier und ich habe einen Sekt in der Hand und ich habe jetzt Spaß und das ist mit Leidenschaft so, ja. Also, dass das alles funktioniert und dass eigentlich wirklich keiner so genau weiß, dass du dafür verantwortlich bist, so. Ja. Das hat mich schon wahnsinnig gereizt und aber auch immer sehr aufgeregt. Und ich glaube, das gehört ja immer ein bisschen dazu bei Leidenschaft, dass man auch irgendwie manchmal denkt, oh Gott, es ist mir eigentlich ein bisschen zu viel und oh Gott, diese Verantwortung zu übernehmen. Und dann aber trotzdem irgendwie dann auch die Lorbeeren zu ernten und was weiß ich, das Ego wird geschmeichelt, weil dann da auch 1000 Leute dann Spaß haben, ja. Und weil es klappt, ja, das habe ich da, denke ich, schon dann dadurch ganz gut entdeckt, schon mit den ersten Events, die ich dann selber verantwortet habe. Du hast gerade so sehr interessante Sachen gesagt, und zwar bei, wo du angefangen hast mit dem Kellnern, hast du gerade gesagt, da hat dich irgendwie begeistert, man steht gleich so ein bisschen mit dem Mittelpunkt, man bekommt Aufmerksamkeit und jetzt zum Schluss hast du gesagt, bei den Events fasziniert dich, keiner weiß, dass du das bist. Also, weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast eigentlich so diesen kompletten Shift gemacht von wegen dieses, hey, ich bin jetzt hier im Mittelpunkt, bis hin zu jetzt heute von wegen, hey, ich habe das Ding zwar gebaut, aber ich bin eben nicht mehr im Mittelpunkt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, das ist so, da bin ich auch ein bisschen erwachsen geworden. Weil ich glaube, am Anfang war das so eine große, beim Kellnern eine große Wissbegierigkeit auch so über die Menschen. Und da habe ich gesammelt. Da habe ich sozusagen meine Bausteine gesammelt, die ich heute brauche.
Also so, wie sind die Menschen, wie sind die drauf, was wollen die haben, wenn sie wohin gehen, wie konsumieren sie, welche Geschichten wollen sie? Da habe ich geübt, würde ich mal sagen. Ja, so. Heute ist es eben so, dass ich es vielleicht nicht mehr brauche. Also ich bin jetzt nicht die Person mehr, die jetzt noch auf die Bühne geht und auch noch das Event moderiert, sondern jetzt bin ich sozusagen die Strippenzieherin. Aber das war ich auch als Kellnerin eigentlich, weil wenn das nicht funktioniert und ich dann nicht komme und ich nicht mit denen freundlich rede und das Essen nicht kommt und die Getränke nicht empfohlen werden, und dann funktioniert das auch nicht. Also ich glaube, so Kellnern ist so die ganz, ganz einfache Form von dem, was ich heute mache. So. Und dieses im Hintergrund stehen und genießen ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen Cheftum geworden, weil das drumherum läuft ja schon alles. Also der Barkeeper muss rausgeben, der DJ muss auflegen, der Lichtmann muss auf den Lichtknopf drücken, der Security muss die Leute durchlassen. Also da hängt ja schon viel, aber auch Praktisches dahinter. Und das mache ich ja alles nicht mehr. Das organisiere ich nur noch so im Endeffekt. Also deshalb denke ich, dass es schon so ein bisschen dieses Erwachsenwerden jetzt auch genießen zu können und eigentlich nicht mehr so derjenige zu sein, der da aber auch so, wo es klar sein muss, dass ich diejenige bin, die jetzt da ist und die das jetzt organisiert hat. Sondern da gibt es ja dann auch wieder andere. Aber ich denke, dass die Aufmerksamkeit schon auch noch auf mir lastet, aber auf einer anderen Art und Weise, weil die Aufmerksamkeit vom Kunden und auch die Wichtigkeit bekomme ich ja schon. Und auch ohne mich würde es ja nicht funktionieren. Aber es ist halt einfach auf einer anderen Ebene jetzt. Also ich bin nicht mehr auf der praktischen Ebene und auf der bedienenden Ebene, sondern ich denke, ich bin halt einfach ein Stück drüber. Und das genieße ich aber auch. Ja, es hört sich so an. Das spürt man auch, wenn du darüber sprichst, dass da ist wirklich Feuer drin. Von wegen, ja, das ist einfach dein Baby. Das findest du geil. Das merkt man. Wenn du jetzt von den Bereichen sprichst, dieses Catering, Events und so weiter, das sind ja zwar irgendwo vergleichbare Dinge, aber trotzdem so ein bisschen unterschiedlich. Gibt es da irgendwas, was dir mehr Spaß macht und was weniger Spaß macht von den verschiedenen Veranstaltungsarten? Meinst du jetzt, ob mir Events mehr Spaß machen oder Caterings, oder ob mir gewisse Events mehr Spaß machen oder gewisse Caterings mehr Spaß machen? Nee, das Erstere. Also sprich, ob es eher Caterings oder eher Events sind. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ist mal so, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, dass Caterings aktuell bei mir überwiegen. Ich habe zwar eigentlich als Eventagentur oder auch Eventmanagerin gestartet, aber ich habe mich beim Catering schon sehr spezialisiert auf ein Nischenprodukt, auf Event-Catering, und bin da auch sehr im Konzept mit Kunden. Also ich mache auch sehr Konzept-Catering. Das heißt, das ist nicht so einfach zu buchen, so von der Stange, schick mal deinen Katalog, das kann so jeder Caterer, sondern ich gehe wirklich sehr ins Konzept mit den Kunden und setze das dann sehr genau um, wie der Kunde das dann auch wirklich braucht. Und dadurch ist da meine Nachfrage sehr hoch, also überwiegt Catering aktuell. Okay. Wie soll ich das jetzt sagen? Da ist es dann eben schon manchmal so, dass ich so denke, ich würde jetzt viel lieber mehr Events machen. Ich glaube, das kommt aber eher so durch die Masse, weil ich beim Catering halt so einen Durchlauf habe, dass man dann schon mal sagt, hey, so ein, zwei Events wären jetzt schon mal wieder schön. Ich glaube, dass das eine und das andere finde ich beides genauso toll. Ich glaube, nur die Ausgewogenheit wäre super. Und deshalb probiere ich aktuell auch wieder zu sagen, ja, ich will eigentlich auch wieder noch ein bisschen mehr wieder in die Eventarbeit, weil da kann ich auch Räume erschaffen, da kann ich auch Bestuhlung planen, da kann ich auch Künstler vorschlagen, da kann ich auch Locations vorschlagen und dann eben auch noch mein eigenes Essen mitbringen. Und beim Catering ist es halt ganz oft so, dass ich wirklich nur für den Part Catering gebucht bin und dann eben auch tatsächlich nur Essen und Getränke abliefer. Und das ist natürlich ein anderer Prozess wie Event.
Und das ist dann je nach Laune. Also manchmal ist mir auch, wenn ich jetzt viele Events geplant habe, sage ich, Gott sei Dank, wieder ein Catering. Da kann ich jetzt einfach meinen Köchen sagen, bitte koche dieses Menü und wir fahren es dahin. Also das ist wirklich so ein bisschen abhängig von dem, was ich gerade viel mache und auch ein bisschen abhängig davon, wie viel los bei mir ist. Dann bin ich manchmal froh, dass ich es ein bisschen einfacher habe und manchmal, wenn ich es sehr oft einfach habe, dann möchte ich es wieder ein bisschen schwerer haben. Ja gut, das ist halt, man will ein bisschen Abwechslung drin haben. Also kann genau, genau. Ich sage immer, wenn es ausgewogen ist, dann ist es am besten. Deshalb arbeite ich gerade wieder ein bisschen dran, ein paar mehr Events zu machen. Und ich habe mich halt jetzt schon die letzten 2 Jahre extrem auf Catering konzentriert, weil das auch wirklich wirklich personallastiger ist. Also ich habe fürs Catering wahrscheinlich 18 Angestellte und fürs Event eher 2. Das heißt, darum muss man sich auch mehr kümmern. Und ich habe mich da sehr, sehr, sehr minutiös drum gekümmert und auch wirklich nochmal richtig gute Kunden aufgebaut. Und das hat auch dann ein bisschen seine Zeit gedauert. Und deshalb hat das jetzt die letzten 2 Jahre überwiegt. Aber jetzt habe ich eben gesagt, Catering läuft eigentlich auch ohne mich. Also in dem Sinne von, also die Produktion steht und es gibt auch genug Leute, die das dann umsetzen. Jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Event. Das Besondere bei dir ist ja beim Catering auch diese Kombination mit den ausgefallenen Locations, was wir am Anfang gesagt hatten. Was ist denn so, oder was zählt denn so zu ausgefallenen Locations? Also vielleicht kannst du mal so ein paar geile Locations, wo du sagst, Mensch, die Dinger, die waren echt geil, oder sind geil. Ja, das ist jetzt natürlich, ich könnte natürlich jetzt alle meine Partner-Locations nennen, weil die finde ich natürlich alle wahnsinnig geil. Aber da kann ich schon mal anfangen. Ich bin zum Beispiel im Weekend-Club als exklusiver Caterer. Und da würde jetzt vielleicht jeder sagen, ja, das ist ja ein Club, das kennt man ja. Aber ist es trotzdem immer wieder so, wenn ich da in den 15. Stock am Alexanderplatz hochfahre und vor der größten Disco-Kugel der Welt so ungefähr stehe, nämlich dem Fernsehturm, dann bin ich immer wieder fasziniert. Und das ist dann auch irgendwie für mich Berlin. Und ich habe einen Blick über den Alexanderplatz und ich bin unter freiem Himmel. Und da fühle ich mich plötzlich auch wieder so wie im Biergarten in München. Da fühle ich mich einfach dann zu Hause. Und da würde ich sagen, das ist einfach eine geile Location. Und das ist sowas, wo ein Berliner vielleicht gar nicht mehr so weiß. Und dazu wurde gerade Prinz Charles umgebaut also es war auch ein Club, also ich bin auch sehr viel in Clubs unterwegs und die haben das so wahnsinnig schön renoviert, das ist ein altes Schwimmbad und man kann da im Pool tanzen, ja, und diese alten Bögen und die alten Mosaike von einem ganz alten kleinen Schwimmbad, solche Orte reizen mich, die vielleicht auch umgenutzt werden, die da mal ein Club waren, davor war es mal eine Klavierfabrik und dann ein Schwimmbad, so. Also so eine Geschichte einer Location interessiert mich. Mhm. Und natürlich auch ab und an einfach so Funktionalitäten, wo ich irgendwie sage, wow, die können auf mehreren Stockwerke verschiedene Dinge anbieten. Also du kannst hier einen Workshop machen und unten kannst du die Party stattfinden lassen und oben ist dann irgendwie ein Seated Dinner. Also sowas finde ich auch interessant. Und da gibt es ja auch alte Fabrikgebäude hier in Berlin, die einfach mega cool sind. Also alleine von außen, alleine von dem industriellen Charme plus auch die Funktionalität. Da würde ich zum Beispiel sagen, ich finde das Kraftwerk in Berlin cool und ich finde aber auch das Kühlhaus toll. So, das muss man jetzt alles googeln, aber das sind alles große Off-Locations. Also was mich schon interessiert, sind Off-Locations, die rough sind, wo man auch viel selber machen kann. Aber natürlich muss ich sagen, braucht man da auch wesentlich mehr Budgets, wie wenn man in eine fertige Location kommt, wo alles schon drin ist. Ja, ja gut, das ist klar, das stimmt. Das hört sich so geil an, diese Locations, du gesagt hast, Kraftwerk, Kühlhaus und so. Und ich denke, okay, das Berlin-mäßig. Ja, man weiß, was vorher da gemacht wurde, was da vorher drin war und einfach auf die Idee zu kommen, ein Kühlhaus in, ich dachte jetzt mal in Anführungsstrichen, Disco umzuwandeln oder sowas, das finde ich eigentlich schon ziemlich geil. Also so von der Idee. Wenn wir jetzt nochmal unternehmerisch ein bisschen eintauchen von den, im Endeffekt hast du ja 2 Hauptbereiche, das Catering und die Events. Was ist denn rein aus unternehmerischer Sicht der lukrativere Bereich?
Das ist auch gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, Catering ist tatsächlich härter verdienteres Geld. Okay. Aber Catering ist sowas, was immer gebraucht wird. Und es wird auch in Krisenzeiten immer gebraucht werden, weil desto schlechter den Menschen es geht, desto mehr müssen sie aber eigentlich auch feiern. Deshalb sage ich, das ist krisenfest, weil ein Bier wollen sie immer noch. Eine Currywurst können sie sich ja auch noch leisten. Aber ein Eventmanager und eine Eventagentur, die kannst du im Zweifel auch auswechseln oder sein lassen. Dann organisiert es halt die Inhouse-Eventabteilung oder dann organisiert halt das Event die Sekretärin, ja. Also würde ich sagen, krisenfester ist Catering, aber es ist aufwendiger und die Marge ist kleiner. Und im Eventbereich, wenn ich da gut wirtschafte und auch schnelle und gute Ideen habe, die ich habe, weil ich sehr vernetzt bin und auch durchs Catering sehr viel sehe. Ja, ich komme ja jeden Tag auf ein Event. Das heißt, mir fällt es dann gar nicht mehr so schwer, Konzepte zu entwickeln. Deshalb kann ich da sehr kostengünstig wirtschaften. Und dadurch, dass ich mich auch als Caterer selber buchen kann noch, brauche ich nirgendwo diese Margen noch zahlen. Das heißt, ich hab da halt einen ganz guten Zugriff auf Ressourcen. Deshalb ist bei mir die Eventagentur lukrativer. Okay. Gut, leuchtet ein, so wie du es erklärst, auf jeden Fall. Genau. Also ja, ich würde schon sagen, mit Events kann man sehr, sehr gutes Geld verdienen. Aber eben in Zeiten, wo die Konjunktur auch läuft. Ja, ja klar. Das ist richtig. Aber du hast jetzt gerade einen guten Stichpunkt gebracht, so von wegen, wo die Konjunktur gut läuft. Wenn ich jetzt so mal so die letzte halbe Stunde zurückdenke, wie wir uns über deine Firma unterhalten haben, den Werdegang, das hört sich hier alles eigentlich nach einem Traum an. Von wegen, da ist das kleine Mädchen aus Bayern, die im Biergarten ein bisschen jobbt, um dabei Spaß hat. Dann geht es irgendwann aus dem kleinen bayerischen Dorf ab in die wilde Großstadt, in die Clubszene. Und stolpert dann von einem Glück ins nächste und von einer Möglichkeit in die nächste und ruckzuck ist Unternehmerin. Das hört sich ja eigentlich nach einer Traumstory an. War das wirklich immer so oder waren da auch wirklich mal Fehler drin, wo du gesagt hast, Mensch, da habe ich echt einen richtig fetten Fehler gemacht, der hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Und wenn ja, was war dieser Fehler? Kannst du da mal einen nennen? Ich will kein Spielverderber sein. Aber das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Ah, okay. Also ich glaube, ich habe schon unternehmerische Fehler gemacht, aber dass ich so wirklich so einen fetten Fehler gesetzt hätte, wo ich gesagt habe, da musste ich nochmal richtig umdenken und das war wirklich schlecht für mein Unternehmen, das ist mir tatsächlich nicht passiert, weil ich muss sagen, warum ich auch Berlin so liebe, ich wurde von Anfang an supported und von Anfang an haben mich Leute unterstützt und die haben gesagt, mach mal und wir vertrauen dir da und auch große Firmen und das ist mir zum Beispiel in München nicht so gegangen, in München wäre das eher so gewesen, ach, da gibt's doch Käfer und da gibt's doch etablierte Caterer, warum sollen wir denn jetzt dich buchen? Aber in Berlin war das so, ach was, wirklich? Du kannst Catering? Ja, wir brauchen morgen eins für 100 Leute, kannst du das machen? Und ich glaube eher, dass ich gerade am Anfang, also wenn ich sagen würde, da habe ich Fehler gemacht, ich würde auch nicht sagen, dass es Fehler sind, sondern es sind so Anfangsschwierigkeiten. Ich habe am Anfang nicht so genau gewusst, wie viele Mitarbeiter ich mir leisten kann, also habe ich sehr, sehr viel alleine gemacht. Und ich habe dann zwar angefangen, nach und nach auch, sagen wir sozusagen, Aufgabenbereiche mit Mitarbeitern zu besetzen, aber ich habe aus Ungeduld und aus nicht so viel Vertrauen auch den Mitarbeitern sehr viel Aufgaben dann wieder abgenommen, die sie aber eigentlich hatten. Und ich war dann plötzlich völlig überfordert und war auch auf Events so ein bisschen wie so ein Duracell-Häschen rumgerannt und hatte rote Bäckchen und dachte mir so, warum habe ich hier eigentlich überhaupt keinen Spaß? Und ich will doch eigentlich jetzt mit der Kundin da stehen und vielleicht einen Sekt trinken und mit ihr und auch gemeinsam einen schönen Abend haben oder mit dem Kunden, ja. Und was mache ich hier eigentlich falsch? Ich habe hier genug Mitarbeiter, die ich bezahle. Und das lag dann wirklich an mir, dass ich ungeduldig war, dass ich Aufgaben jemand in die Hand gelegt habe und wieder rausgenommen habe. Und da habe ich irgendwann entschlossen zu sagen, nein, ich lasse den Abend jetzt mal laufen. Ich sage den Leuten, ich vertraue hier voll und ganz und ich stelle mich jetzt hier einfach irgendwo hin und schaue zu. Und es hat dann wirklich trotzdem funktioniert.
Und da muss ich sagen, das hat mich weitergebracht. Und wenn man das jetzt als fetten Fehler sehen will, okay, dann war das ein Fehler. Aber ich glaube, das ist einfach ein Prozess, auch zu lernen, wie funktioniert mein Unternehmen, wo muss ich einschreiten und wo nicht. Und heute überlasse ich sehr viel meinen Mitarbeitern. Die werden zwar sehr, sehr gut gebrieft und die wissen auch, wie ich das gerne hätte. Aber ich würde jetzt nicht mehr wie so ein Duracell-Hase über ein Event laufen und rote Bäckchen haben und die Kunden denken, oh Gott, die ist ja im Stress. Ja. Also das passiert mir jetzt nicht mehr. Ja, okay. Das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Was mich da interessiert, wenn wir das mal mit damals und heute vergleichen, also mit dem Ricarda das Duracell-Häschen und Ricarda die Entspannte mit dem Sektglas in der Hand. Wie waren denn die Mitarbeiter zu der Zeit? Also sprich, wie haben die Mitarbeiter reagiert damals, wo du gesagt hast, von wegen hier, das ist deine Aufgabe und denen aber dann eine Stunde später die Aufgabe aus der Hand gerissen selber gemacht hast? Im Vergleich zu heute, wo du sagst, hier ist die Aufgabe und du dich dann zurücklehnst und denen vertraust? Ja, die waren recht höflich, muss ich sagen. Aber sie waren auch verunsichert. Und dass, wenn du jemandem kein Vertrauen entgegenbringst, dann fragen sie natürlich auch immer nach und sichern sich immer ab und werden nicht eigenständig. Und ich denke, ich habe da dann auch Leute wirklich ausgebremst. Die waren natürlich vielleicht nicht so erfahren, um das wirklich direkt intellektuell zu begreifen, aber sie haben sich gehemmt gefühlt und haben dann wahrscheinlich auch mehr Fehler gemacht. Und heute ist es so, wenn ich es jemandem in die Hand gebe und sage, das ist die Aufgabe, mach mal, dann merke ich, dass die dann auch den Druck spüren und die Verantwortung und es da viel wesentlich besser umsetzen, als wenn ich ihnen da ständig Dinge wieder aus der Hand nehme oder doch diktiere oder doch vormache. Und ich denke eher, ich habe die Leute dann eher früher gebremst und blockiert. Die waren aber auch zu höflich, um das mir jetzt zu sagen. Also Du bist halt die Chefin, ne? Ja, eben. Und es hat sich zwar entwickelt, dass auch mal jemand dann zu mir gesagt hat, das war auch so ein Aha-Moment. Es ist auch eine Mitarbeiterin, die immer noch bei mir arbeitet, die auch eine leitende Position hat. Die hat irgendwann mal zu mir gesagt, ich würde dir doch auch so gerne was abnehmen. Und ich würde dir auch gerne helfen und dich mehr unterstützen. Und das war eigentlich durch die Blume gesagt, so, ich bin doch da. Ja, und lass mich doch mal machen. Und das fand ich sehr, sehr höflich und sehr bescheiden. Und da bin ich ihr aber auch dankbar, weil da habe ich nochmal drüber nachgedacht. So, also sie will mir was abnehmen und sie hat irgendwie auch ein bisschen Mitleid mit mir, ja, dass ich so viel arbeiten muss. Und da habe ich dann erstmal verstanden, ja, aber ich bin ja da auch ein bisschen selber dran schuld, ne? Ja. Also die Leute sind ja da und die wollen ja auch. Ja, ich glaube, dieses Thema Vertrauen schenken. Das ist gerade am Anfang und da muss ich mir auch meine eigene Nase packen, wenn ich so an meine Anfangszeiten als Unternehmer zurückdenke. Das war bei mir aber ähnlich, wo man denkt von wegen, boah, ohne mich läuft nichts, ich muss hier machen, ich muss da machen und dann fuscht man überall mit, anstatt einfach mal den Leuten zu vertrauen und sagen, hey, okay, das Briefing war gut, das ist die Aufgabe und die machen das schon und in der Regel machen die das auch schon. Ja, und ich denke auch, dass also das sind immer so Sachen, das habe ich mir natürlich auch von anderen abgehört und abgeschaut und auch Tipps angenommen. Mhm. Also eine Agentur hat auch mal zu mir gesagt, ja, du musst auch Fehler zulassen. Das ist auch in Ordnung. Und das war für mich so, erstmal ist ja so ein Satz wie ein Fehler. Ja, so das ist doch schrecklich, wenn ein Fehler passiert ist. Und heute weiß ich auch besser, was damit gemeint ist. Natürlich will keiner einen Fehler machen. Und man will das auch vermeiden, aber wenn man dann zu Tode kontrolliert, nur damit kein Fehler passiert, passieren andere Fehler auf einer anderen Ebene. Und Fehler muss man zulassen und die sind auch okay. Und man muss das den Mitarbeitern auch einräumen. Man muss eher, glaube ich, wenn sich das häuft und immer das Gleiche ist und auch kein Learning da ist, dann muss man irgendwann eingreifen und auch mal die Notbremse ziehen und sagen, okay, nee, an der Stelle kommen wir nicht weiter. Aber Fehler passieren, wenn man mit Menschen arbeitet und die muss man auch zulassen und sagen, das ist in Ordnung. Ja, das Wichtige, finde ich, was du gerade gesagt hast, ist, dass das in Ordnung ist, wenn Fehler passieren. Nur wenn der gleiche Fehler immer und immer wieder passiert, dann ist das eben nicht mehr in Ordnung, weil dann hat man aus dem Fehler nicht gelernt. Genau, und dann ist es der Person ja vielleicht auch irgendwann egal oder so, oder sie kann es nicht. Aber davon
sollte man am Anfang nicht immer gleich ausgehen und sagen sowas wie, das hat er jetzt schon wieder nicht verstanden und so. Also es ist in Ordnung, dass einer auch seine Erfahrungen macht und es sind nicht alle solche Vollprofis wie ich und es ist auch nicht der ihr Unternehmen. Also die stecken nicht so tief drinnen wie ich und die müssen sich da auch alle erstmal reinfinden. Und das Verständnis muss ich auch entgegenbringen, auch wenn es manchmal nervt und ich da auch manchmal drunter leide. Aber ich klopfe mir schon immer selber auf die Finger und sage, du sagst jetzt mal nichts. Und auch wenn ich schon sehe, es ist nicht, dann vielleicht nicht ganz in meinem Sinne. Also ich lasse Dinge auf keinen Fall eskalieren, aber man muss auch ein bisschen was zulassen. Solange es beim Kunden halt nicht irgendwie ankommt. Also wenn ich weiß, das wird schlechter dann eine Sache, dann muss ich ganz klar vorher schon einschreiten. Aber wenn ich merke, das ist was Internes, das ist was die auch mal selber merken müssen, dass sie sich's eigentlich gerade komplizierter machen oder dass es anders einfacher gehen wird. Wenn ich es ihnen immer schon vorher erkläre, dann ist es eben genau das wie der Anfangsfehler, dass sie dann immer darauf warten, dass ich es ihnen eigentlich auch vormache. Ja, das stimmt. Man muss manchmal laufen lassen, aber klar, natürlich hast du recht, wenn ich sehe, dass das, wenn ich als Captain sehe, dass das Schiff auf den Eisberg zufährt und der Steuermann pennt und nichts macht, klar, bevor es natürlich am Eisberg zerschellt, gehe ich natürlich hin und sage, steuer mal nach links ein bisschen. Ja, also es wäre ja auch fahrlässig, wenn man wirklich einschreitet. Aber so Kleinigkeiten muss man wirklich sagen, da bin ich jetzt auch nicht mehr für zuständig. Dafür habe ich Leute, dafür zahle ich. Lass es jetzt sein. Ja, absolut. Das ist ja, du bist ja auch die Arbeitgeberin. Ich meine, die kriegen ja genau dafür halt Geld, weil du halt bestimmte Expertisen von denen dir mit einkaufst und bestimmte Arbeitsleistung. Von daher ist das ja eine völlig legitime Sache. Absolut. Genau, und eben auch mal die Verantwortung weitergeben, dann ist der Druck auch höher. Ja, das ist richtig. Sehr schön. Ricarda, kommen wir jetzt zu unserer Blitzlichtrunde. Hier stelle ich eine Reihe von Fragen und deine Aufgabe steht darin, möglichst schnell, spontan und kurz, also wenn es geht, mit einem einzigen Wort und einem ganz kurzen Satz zu antworten, okay? Ja. Los geht's. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, Unternehmer zu werden? Unwissenheit und Zweifel. Was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Folge deiner inneren Stimme. Was ist deine größte Stärke als Unternehmer? Loyalität und Ehrlichkeit. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmer? Loyalität und Ehrlichkeit. So hat alles zwei Seiten, ne? Ja, und Ehrgeiz. Ehrgeiz auch. Wie oder womit kann man dich am besten persönlich beeindrucken? Mich beeindrucken Menschen, die das tun, was sie lieben. Was war der wichtigste Schritt, der dich zum Erfolg gebracht hat? Dass ich selber hinter mir stand. Mit welcher Person, egal ob lebend, tot oder fiktiv, würdest du mal gerne ein Kamingespräch führen und worüber würdest du reden wollen? Ich würde gerne mit der schon fast scheidenden Angela Merkel mal vorm Kamin sitzen und ich würde sie fragen, wie sie mit Kritik umgeht. Vervollständige den Satz, Erfolg bedeutet für mich? Zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Welche Internet-Resource hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Also persönlichen Mehrwert nicht, aber unternehmerischen Mehrwert haben Internetressourcen für mich und das ist Instagram, weil ich kann mich da weltweit vernetzen, viele Trends umsonst angucken, Research machen, mich weiterbilden, das finde ich eine gute Sache. Welches Buch liest du aktuell oder hast du als letztes gelesen? Worum geht es darin und kannst du es empfehlen? Ich habe von Dennis Yücel Agent Terrorist gelesen und das kann ich sehr empfehlen. Das ist tagesaktuell, das ist ein Drama und es geht im weitesten Sinne auch um eine meiner größten Ängste, nämlich dass jemand anders quasi dich entmündigt und auch über dich entscheiden kann. Er saß als türkisch-deutscher Journalist im türkischen Gefängnis für ein Jahr und war als Terrorist und als Agent angeklagt und man wusste lange nicht, ob er wieder rauskommt. Und er ist wieder rausgekommen und das ist seine Geschichte und es ist sehr, sehr spannend.
Podcast Nation, das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes. Und wenn du auf Hörfutter stehst, dann hol dir jetzt gleich dein kostenloses Hörbuch auf tomstalktime.com/audiobooks. Dort kannst du dir fast jedes Audiobook im kostenlosen Probeabo runterladen. tomstalktime.com/audiobooks. Zum Schluss noch zwei recht persönliche Fragen. Die erste, was ist dein größter bisher noch unerfüllter Lebenswunsch? Also hier würde ich sagen, ich habe keinen Lebenswunsch. Mhm. Ich glaube, das würde mich unglücklich machen. Ich habe aber sozusagen einen Lebenstraum und immer das, wenn ich gestresst bin, das ist sozusagen mein Exit, den ich mir manchmal vorstelle. Ich hätte gern einen Bauernhof mit einer kleinen Landwirtschaft, wovon ich gut leben kann, ohne viel zu arbeiten. Also Traum, es ist eine Utopie, aber es ist eine schöne Vorstellung. Ich wollte gerade sagen, manchmal braucht man aber einfach so diese Traumwelten, wo man sich so ein bisschen in so einen Mini-Urlaub dann zurückziehen kann. Ist ja auch okay. Genau, aber ich denke, ich bin recht zufrieden mit Berlin und mit meinem Leben so. Also ich bin nicht der Typ, der so Wünsche hat. So. Mhm. Das muss später so sein. Das ist nicht so. Okay. Ja, ich meine, und wer weiß, ich meine, vielleicht kommt irgendwann ein ganz Großer um die Ecke, der dir deine Firma für ein paar Millionen abkauft und du dir dann so einen kleinen Bauernhof mit einer kleinen Landwirtschaft holst und völlig egal ist, ob du damit Geld verdienst, weil du einfach genügend auf der Seite hast. Kann ja auch passieren, oder? Kann auch passieren. Ja, ja, also ich arbeite dahin. Okay. Die letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem 18 oder 20 Jahre altem Ich mitgeben, wenn das heute leben würde und warum genau diese Tipps? Also ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, bleib so, wie du bist, denn so bist du richtig. Mhm. Dann würde ich sagen, nimm Kritik an, aber zweifle nicht an dir selbst. Mhm. Das finde ich eine sehr wichtige Sache, weil Kritik wird oft falsch verstanden, besonders wenn man jung ist. Und ich würde immer sagen, Kritik heißt ja auch, dass die andere Person sich für dich interessiert. Also es ist eine Chance. Mhm. Und man muss ja auch nicht immer gleich sagen, dass die anderen recht haben, aber man kann auch mal drüber nachdenken. Ja. Und als drittes würde ich sagen, sag deine Meinung, auch wenn es nicht immer einfach ist. Mhm. Ja, okay. Also auch drei sehr wichtige Punkte. Genau, ich fasse die nochmal kurz zusammen. Also so bleiben, wie man nicht ist. Das heißt einfach authentisch sein, man selbst sein, dann Kritik annehmen können, ohne gleich auf die Barrikaden zu gehen. Aber auch nicht gleichzeitig direkt an sich zu zweifeln, sondern einfach nur Kritik wirklich als Hinweis erstmal aufnehmen, als Denkanstoß. Und die Meinung sagen, so von wegen, wenn ich das so sehe und man sich aber auch Kritik angehört hat, aber trotzdem noch der Meinung ist, dann ist es halt so. Ja, ich würde es auch so sagen. Und mit, sag deine Meinung ist schon was auch sehr mein Charakterzug ist. Ich finde es wichtig, dass man auch, wenn man aneckt oder auch, dass wenn es gerade den anderen nicht so gut aufstößt und der Stimmung wegen, dass man dann halt nichts sagt. Ich bin der Meinung, wir müssen immer sagen, was wir denken und auch, wenn es dem anderen nicht schmeckt. Ja, das ist richtig. Solange man es, ich sag mal, ehrlich und respektvoll verpackt, sagen wir es mal so. So als Ergänzung. Natürlich, also unverschämt werden und einen anderen kränken, darum geht's nicht. Aber Sachen runterschlucken, nur damit irgendwie die Stimmung nicht kippt, das ist irgendwie nicht meine Art. Nee, das stimmt. Das sollte man nicht. Sehr schön. Ricarda, es hat einen Riesenspaß gemacht, dir zuzuhören. Eine sehr außergewöhnliche Story, so ein bisschen vom kleinen Dorfmädchen ab zur Großstadt-Queen. Das hat man auch nicht jeden Tag. Gib unserer Podcast Nation doch noch so einen letzten Tipp mit auf dem Weg und sag uns noch kurz, wie wir mehr über dich erfahren können und wie wir dich gegebenenfalls auch erreichen können. Also mein Tipp wäre, hört wirklich auf eure innere Stimme. Kopf und Herz ist nicht immer verknüpft, aber das sollte wirklich zusammenspielen. Und auch wenn man nicht denkt, dass der Weg jetzt wirklich der richtige ist, nicht immer gleich abbrechen, auch wenn es pathetisch klingt, aber der Weg ist das Ziel. Und wenn man mehr über mich erfahren will, dann kann man mal www.ricardafahrenbacher.de eingeben oder .com, das geht beides.
Und da kommt man auf meine Webseite, da gibt es auch ein Kontaktformular und ich freue mich natürlich auch, wenn Leute mir schreiben und Fragen haben oder mir sagen, dass sie den Podcast gehört haben und mich jetzt wahnsinnig toll finden und nett. Das würde mich freuen. Sehr schön. Alles klar, Podcast Nation. Und du weißt ganz genau, dass du alle wichtigen Infos und Links zu unserem heutigen Interview auf tomstalk.com finden kannst. Gib einfach die Episodennummer 634 oder auch den Namen Ricarda Fahrenbacher in das Suchfeld ein und du kommst sofort auf die passende Seite hier zu unserem Interview. Und ja, wenn du einfach ein cooles Event planst, irgendwie im Großraum Berlin oder auch ein Catering brauchst, dann weißt du jetzt, an wen du dich da wenden kannst. Dann kann Ricarda für dich was zaubern. Vielleicht siehst du dann ja selber, ob sie wirklich entspannt in der Ecke steht mit einem Sektglas oder ob sie immer noch wie ein Duracell-Häschen rumrennt. Und wenn ja, dann sag mir bitte Bescheid. Ricarda, bei dir sage ich nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns dein Wissen, deine Erfahrungen geteilt hast. Die Podcast Nation grüßt dich und ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt. Ja, Tom, es war mir ein Fest und vielen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Danke, dass du hier warst. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. podcastmeisterschule.com. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.